Mein Name ist Andrea Jaunich und ich wünsche Ihnen und euch einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Abschlussball der 10er Klassen der Fritz-Winter-Gesamtschule 2019. Dieser Abschlussball ist immer so der erste Ball unserer Schülerinnen und Schüler, ihrer Kinder, für euch. Dieses Jahr ist es für mich auch ein besonderer Abend, denn es ist mein Jahrgang 10 und meine 10-5. Und 6 Jahre sind wir jetzt einen gemeinsamen Weg gegangen. Und ein Abschied schmerzt immer. Das, was war, das Gewohnte ist jetzt vorbei. Und wir wissen noch nicht so ganz genau, was das Neue bringen wird. So ist das Leben. Ein Abschied schmerzt immer. Aber heute Abend, sehr geehrte Damen und Herren, heute Abend wollen wir hier alle richtig happy sein. Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt jetzt 10 Jahre Schule geschafft. Ihr habt einen Abschluss und das ist ein Grund zum Feiern. Grundschule jetzt eine weitere Etappe mit ihrem Kind gemeistert und das ist gut so. Liebe Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, wir haben diese Kinder jetzt 6 Jahre begleitet. Wir haben unser Bestes gegeben und heute Abend werden wir ihnen das Zeugnis überreichen und das ist schön. Schule sind geschafft. Das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Und wenn wir da mal hingucken, das sind Bilder vom 4.9.2013. Und seitdem sind genau 2.124 Tage vergangen. Und die Kids, die süßen Kids von da, stehen heute als junge Leute vor der nächsten Etappe ihres Lebens. Klasse durften, weil ich war richtig gespannt, wer in meiner Klasse ist.
Leonie, ich glaube, du warst in ihrer Klasse, oder? Ging die Zeit eigentlich schnell so rum, diese 6 Jahre? Auf jeden Fall, aber ich denke, am schnellsten ging jetzt immer noch dieses letzte gemeinsame Jahr mit einem zusammen. Ja, das habe ich tatsächlich ausgefunden. Da brachst du so weg, ne? Hier zu euch in die erste Reihe. Laila, wie war denn so dein Tag bisher? Also es war ein bisschen stressig, wir mussten erstmal zum Friseur und dann ein bisschen Schminke auftragen. Ich glaube, jedes Mädchen war ein bisschen unter Zeitdruck. Laila, das war ich auch. Victoria, sag mal, die Einschulung damals oder heute der Abend? Was war denn wohl aufregender? Also ich fand Einschulung aufregender, weil man dort einfach neue Leute kennengelernt hat und man niemanden verabschieden musste. Ah ja, okay. Ja, es gehen heute 6 Jahre Gesamtschule zu Ende in der Sekundarstufe 1. Lina, ich weiß ja, dass du noch weiter bei uns bleiben wirst. Aber in diesen 6 Jahren, was war denn für dich so das schönste Erlebnis? Also definitiv die Klassenfahrt in der 10. Klasse, da uns diese Zeit nochmal so richtig zusammengeschweißt hat. Ja, wir hatten eine tolle Zeit in Berlin, ne? Ja. Kilian, wie ist das bei dir? Ich fand nicht nur die Klassenfahrten toll, sondern auch alle Wandertage. Zum Beispiel? Was haben wir so gemacht? Zum Beispiel Wasserskifahren oder in die Trampolinhalle. Das war schon recht toll. Joey, sag mal, wenn wir jetzt hier so eine Postkarte schreiben würden, wie damals, wie vor 6 Jahren, was würdest du draufschreiben? Na, dass es sich hoffentlich die nächsten 3 Jahre noch packt wie jetzt, würde ich sagen. Okay, dann komme ich nochmal hier zum Schluss. Katharina, kannst du es vielleicht sagen, wie es weitergehen wird bei dir? Ich mache mein Fachabitur für Gesundheit und Soziales in Beckenbach-Moosfeld. Ja, ich würde natürlich jetzt gerne alle Schüler hier interviewen wollen, aber die Zeit bleibt nicht. Wir haben auch ein straffes Programm heute Abend vor uns. Katharina, dir und euch allen wünsche ich alles, alles Gute. Erstmal einen schönen Abend heute. Und den Rest des Abends werden dann unsere Moderatoren machen. Und zwar ist das die Anna Wichmann und Jan Weber.